So, in wenigen Minuten geht's los hier in Lehnertz. Relegation gegen den SC Hauenstein. Tolle Kulisse, neben mir steht Martin Geisendörfer, der Macher des TSV Lehnertz. Und Martin, ich sehe es an deinem Grinsen schon, an deinen Augen. Du bist schon mächtig stolz, was hier losgeht, was hier abgeht, oder? Ja, ich bin sehr stolz. Bin erstmal dankbar der Mannschaft, dass sie es erreicht haben. Herzlichen Dank nochmal der Mannschaft. Und gerade im Jahr des 50-jährigen Jubiläums so ein Event hier zu erreichen, das ist für den TSV. Also überhaupt das Größte, und das ist das Größte in der Vereinsgeschichte, und da sind wir auch richtig glücklich drüber. Martin, Torgranate wünscht euch viel Glück, viel Erfolg für dieses Spiel. Und ich sage nur, ein Team, eine Region, ein Ziel. Es ist das größte und wichtigste Spiel, was die Region Osthessen seit Jahren gesehen hat. Der TSV Lehnertz trifft in der Relegation zur Regionalliga auf den SC Hauenstein. 4000 Zuschauer sorgen für eine Wahnsinnskulisse, Zuschauerrekord und ausverkauft. Werfen wir einen Blick in die Aufstellung. Lehnertz schickt ein 4-5-1 ins Rennen. In der Abwehr Bräunung, Kress, Bartel und Vogt. Davor auf der Doppel-6 Kapitän Scharf und Scholz. Das offensive Mittelfeld mit Odenwald, Mistretter und Tuscher. Und Lesser für den verletzten Rummel in der Spitze. Hauensteins Trainer Heiko Magin hält mit Seibel, Rössner, Glück und Bauer in der Abwehr dagegen. Auf der 6 Krucker, davor Vogtland, Geiger, Schwem und Sellentin. Und auch als alleinige Spitze Zimmermann. Die erste Chance der Partie kann sich der TSV erspielen. Mistretter mit dem Einwurf. Odenwald setzt sich stark durch. Tuscher steht völlig frei. Aber glänzend gehalten von Sebastian Grub. Den hat der ein oder andere schon drin gesehen. In der 12. Spielminute dann der SC mit der ersten Chance. Tim Bauer führt den Freistoß aus. Rösner steigt hoch, bekommt aber keinen Druck hinter den Ball. Kein Problem für Kaiser. Wir springen in die 41. Spielminute. Einwurf Scharf. Odenwald läuft in den Raum, Lesser lauert vor dem Tor, aber da fehlen ihm ein paar Zentimeter an Körpergröße. Letzte Chance vor der Pause für Gelb. Sellentin geht ganz allein über 15 bis 20 Meter, zieht ab, aber Kaiser ist zur Stelle. Und mit 0:0 gehen beide Teams in die Kabinen. Die Zuschauer haben einen offenen Schlagabtausch gesehen. Nach dem Pausentee kommen beide Teams gestärkt und hochmotiviert auf den Rasen. Lesser schickt Odenwald. Der Schuss wird geblockt, Mistretter zieht ab und drin, das Ding ist drin. Ein Auftakt nach Maß, 1:0 nur eine Minute nach Wiederanpfiff. Die Gäste aus Hauenstein müssen jetzt kommen und das tun sie. Kaiser pariert zum ersten und auch beim Nachschuss von Schwem ist der 23-Jährige zur Stelle. Hauenstein ist jetzt das bessere und offensivere Team. Geiger schlägt den Freistoß weit in den 16er rein, Zimmermann schraubt sich hoch und drückt die Kugel über die Linie. Keine Chance für Kaiser, der nicht unverdiente Ausgleich nach 67 Minuten. Die Gäste machen weiter Druck. Seibel lässt Vogt stehen. Der Ball kommt quer, findet jedoch keinen Abnehmer im 16er von Lehnertz. Die Nachspielzeit ist angebrochen. Kann Hauenstein im letzten Angriff Lehnertz den Todesstoß versetzen? Kevin Selzer vor Kaiser, Außennetz. Und dabei bleibt es. Eine spannende und phasenweise hochklassige Partie hat nach 90 Minuten keinen Sieger gefunden. Ob der Traum Regionalliga weiterhin ein Traum bleibt, zeigt sich für beide Teams im letzten Relegationsspiel. Ralf Kraus hat die Stimmen zum Spiel. Tommy, der ärmste Kerl heute am Sportplatz, konntest nicht spielen. Das war für dich ganz bitter heute im Spiel des Jahres, nicht dabei zu sein, oder? Ja, auf jeden Fall. Also hat schon wehgetan, gell? Gerade so, wenn man hier rauskommt aus der Kabine, 4000 Leute, die klatschen, wenn du reinläufst. Und dann stehst du da, gehst bei jedem Ding mit außen. Also ich sag, wenn man spielt, ist man nicht so aufgeregt, wie man draußen sitzt. Also ist definitiv kein schönes Gefühl. Wie sieht's aus für Sonntag in Balingen jetzt? Denkst du, du bist dabei? Ja, also ich hätte mir halt gewünscht, dass wir das Ding über die Bühne bringen. Dann hätte ich 3-4 Tage länger regenerieren können. Ja, so müssen wir halt wieder gucken. Das wird jetzt halt wieder Wettlauf gegen die Zeit. So, Niklas Odenwald steht neben mir. Du hast das 1:0 hervorragend vorbereitet. Bis zu dem Zeitpunkt sah es richtig, richtig, richtig gut aus. Aber auch das 1:1 lässt euch weiter alle Chancen offen, oder? Ja, definitiv. Also Problem war halt einfach nach dem 1:0. Wir hatten eigentlich dann noch relativ gute Möglichkeiten. Spielen wir die besser aus, steht vielleicht 2:0, dann wäre das Ding vielleicht gegessen gewesen. So haben wir uns natürlich extrem reindrücken lassen hinten und haben die spielen lassen. Wir sind eigentlich in der zweiten Halbzeit, muss man ganz ehrlich sagen, fast nur noch hinterhergelaufen. Das ist natürlich auch kräftezehrend am Ende, ist ganz klar. Und am Ende
hat man auch gemerkt, dann war schon die Kraft schon ein bisschen an der Grenze. Die haben halt gekickt, wobei man sagen muss, erste Halbzeit war es genau andersrum. Also ich finde, insgesamt ist der Punkt in Ordnung. Und jetzt schauen wir mal, was gegen Balingen rauskommt. Ich gehe davon aus, es wird so ja, schon die beste Mannschaft sein in der Baden-Württemberger Liga. Und ja, schauen wir mal, was bei rauskommt. Wie gesagt. Aber Hand aufs Herz, das Tor, wie es gefallen ist, das kotzt dann an, oder? Der Freistoß lang in der Luft, kommt da zum Kopfball. Also es ist ja wirklich, das ist ja brutaler, kann es ja nicht sein, so ein Scheiß-Tor, ne? Ja, das war halt das Problem. Wir haben ganz viele Standards verursacht dann für die und die waren immer brandgefährlich durch die Standards. Dann rutscht der eine natürlich durch in den Fünferraum. Ja, muss nur Danke sagen im Endeffekt. War ein unglückliches Tor, aber wie gesagt, beschweren dürfen wir uns nicht, auf keinen Fall. War sehr, sehr hoher Kraftaufwand. Man hat es auch zum Schluss gesehen. Wir kamen dann nicht mehr wirklich in die Zweikämpfe, weil die Haunsteiner teilweise, glaube ich, mit 8-9 Mann angegriffen haben. Und immer wieder Freistöße dann rausgeholt haben. Es hat extrem viel Kraft gekostet. Und es war dann eigentlich leider nur eine Frage der Zeit, bis wir das 1-1 kriegen. Und hinten raus muss man sagen, Glück gehabt, dass wir da vielleicht nicht noch 2-1 kriegen. Nichtsdestotrotz hatten wir, wenn ich es über das ganze Spiel hingesehen sehe, glaube ich, die klareren Chancen. Ne? Und ja, da hat uns dann am Ende vielleicht ein bisschen die Kraft gesehen. Aber ich glaube nicht, dass wir, wenn man mal so die Mannschaft anguckt, was wir für Spieler, was da für Erfahrungen am Platz stand und was bei den anderen am Platz stand, haben wir uns, glaube ich, richtig gut verkauft. Kompliment an die Mannschaft über die ganze Saison und jetzt mit dem Spiel nochmal bewiesen, dass wir es können. Und wir fahren eine breite Brustrunde nach Balingen und auch da wollen wir gewinnen. Mehr Videos vom osthessischen Heimatfußball findest du in unserem Kanal. Einfach auf die Videoboxen klicken oder unseren Channel abonnieren.